Maja ist eine Hexe. Sie sucht schon den ganzen Morgen nach ihrer verschwundenen Katze. Kannst du ihr helfen? Da versteckt sich die Süße. Maja ist auf dem Weg zu ihrer Freundin Sandra. Sie hat etwas Leckeres dabei. Von außen sieht es quadratisch aus, aber wenn man es öffnet, ist es rund. Und wenn man etwas rausholt, sieht es wie ein Dreieck aus. Weißt du, was sie Leckeres dabei hat? Klar, es ist eine Pizza. Maja beschließt unterwegs mal eine neue Route zu nehmen und kommt zu einer ihr unbekannten Straße. Sie sieht einige niedliche kleine Häuser. Alle bis auf zwei sind blau, dann sind alle bis auf zwei rot und alle außer zwei sind lila. Hast du eine Ahnung, wie viele Häuser jeder Farbe in dieser Straße stehen? Schauen wir uns die ersten beiden Aussagen an. Wir wissen, dass zwei Häuser nicht rot und zwei auch nicht blau sind. Also ist eins der Häuser nicht rot, sondern blau. Genauso wie eins der nicht blauen Häuser rot ist. Und die dritte Aussage sagt uns, dass alle bis auf zwei Häuser lila sind. Daraus schließen wir, dass in der Straße nur ein rotes, ein blaues und ein lila Haus stehen. Maja kommt in Sandras Küche. Wie viele Frösche kannst du zählen? Das ist nur ein Bild. Sandra zeigt Maja zwei Fotos von ihren Schwestern. Ella lebt allein und Elsa lebt mit ihrem Verlobten zusammen. Erkennst du, wer Elsa ist? Es ist die erste junge Frau. Da liegen zwei Handtücher in ihrem Bad, aber Ella hat nur eins. Maja fragt Sandra, kannst du die Summe von 60 bilden, indem du dreimal die gleiche Zahl verwendest? Sandra sagt, das ist einfach. 20 plus 20 plus 20. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Weißt du welche? Die andere Möglichkeit ist 55 plus 5. Maja braucht Hilfe in ihrem internationalen Zauberladen. Daher hat sie den englischsprachigen Harry zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Harry ist ziemlich nervös. Also bietet Maja ihm einen heißen Kaffee an. Sie stellt den Becher vor ihm hin und fragt, "What's before you?" Harry antwortet, "Tea." Nachdem sie das gehört hatte, stellte Maja den Bewerber sofort ein. Weißt du warum? Wenn die Antwort Kaffee gewesen wäre, hätte Maja nicht so eine einfache Frage gestellt. Sie meinte den Buchstaben U und T kommt nun mal vor U. Maja war von Harrys Antwort beeindruckt. Harry zeigt Maja drei verdeckte Karten aus einem Standardspiel. Er sagt, links von der Königin sind ein oder zwei Buben. Rechts von Buben sind ein oder zwei Buben. Rechts von der Kreuzkarte sind ein oder zwei Karos. Links von der Karo-Karte sind ein oder zwei Karos. Kommst du drauf, was das für drei Karten sind? Kreuz-Bube, Karo-Bube und die Karo-Dame, oder? Karo-Bube, Kreuz-Bube und Karo-Dame. Maja sagt zu Harry, ich zeige dir auch ein bisschen Hokuspokus. Ich kann die Zahl 1 verschwinden lassen, indem ich ihr etwas gebe. Kommst du drauf, wie das gehen soll? Sie stellt den Buchstaben G vor 1 und schon ist sie gone. Also weg. Ziemlich simpel.
Maya geht zur Mittagspause. Als sie zurückkommt, findet sie Harry bewusstlos im Lagerraum. Sie ruft einen Arzt und befragt drei Leute, die im Laden sind. Willi sagt, ich hatte mir das Regal mit den Liebestränken angeschaut, als ich seltsame Geräusche aus dem Lagerraum hörte. Ich habe mich aber nicht drum gekümmert. Ich dachte, Harry hätte nur was fallen gelassen. Scarlett sagt, ich wollte die fehlende Zutat für meinen Rachetrank kaufen. Ich habe keine Zeit für sowas. Und Bella sagt, ich wollte rote Kerzen kaufen, aber es war kein Verkäufer da. Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Schau dir mal Scarletts Rezept an. Die fehlende Zutat ist eine Spinne. Harry wurde von einer giftigen Spinne gebissen, als er sie aus dem Glas holen wollte. Da auf seinem rechten Arm siehst du den winzigen Biss. Am Sonntag früh um 7 Uhr ruft Sandra Maya an. Sandra ist aufgeregt, weil sie in ihrer Bibliothek ein Rezept für einen Unsterblichkeitstrank gefunden hat. Maya kommt um 10 Uhr bei Sandra an und findet sie bewusstlos auf dem Boden liegend und alle Bücher sind weg. Maya ruft die Polizei. Der Beamte ist auch sofort da und befragt drei Verdächtige. Sandras Mann Frank sagt, ich bin Lehrer. Ich war den ganzen Morgen nicht zu Hause, weil ich 4 Stunden auf dem Plan hatte. Shelley, die Haushälterin, sagt, ich hatte einen freien Tag und war bei meinem Freund. Und Bob, der Gärtner, sagt, ich habe den ganzen Morgen Rosen im Garten gepflanzt. Ich hatte das Haus noch gar nicht betreten. Nachdem der Beamte alle drei Geschichten gehört hatte, wusste er, wer lügt. Du auch? Frank lügt. Er sagte, er sei in der Schule gewesen, aber sonntags ist gar keine Schule. Zum Glück hatte Sandra Maya einen Screenshot vom Rezept aufs Handy geschickt. Sie will jetzt den Trank für Sandra mischen. Leider sind die letzten 4 Zutaten verschlüsselt. Das ist die erste. Es ist eine Frucht, die immer blau ist. Weißt du, welche das ist? Es ist eine Blaubeere. Außerdem muss sie etwas dazugeben, das ein Ohr hat, aber nicht hören kann. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ein Maiskolben. Die nächste Zutat ist ein Käse, der Made Backwards. Edam. Und die letzte Zutat ist quasi ein Raum, den man essen kann. Maya muss einen Magic Mushroom dazugeben. Maya besucht Sandra im Krankenhaus. Sie gibt ihr den Zaubertrank und Sandra wird sofort wieder gesund. Als Maya das Krankenhaus verlässt, sieht sie in der Lobby 3 Ärzte. Aber nur einer ist kein Betrüger. Erkennst du wer? Der erste Arzt trägt einen schmutzigen Kittel, aber das beweist nicht, dass er ein Betrüger ist. Im Ausweis des bärtigen Arztes ist ein Bild einer Frau. Er hat den Ausweis also gestohlen. Die dritte vermeintliche Ärztin trägt bunte Nagelverlängerungen, was gegen die Hygienevorschriften verstößt. Sie kann also gar keine Ärztin sein. Maya rennt vor den Betrügern weg und kommt in einen gruseligen Teil des Krankenhauses. Dann sieht sie 3 Türen und hinter jeder Tür verbirgt sich eine Gefahr. Hinter der ersten Tür versteckt sich ein Werwolf, hinter der zweiten wartet ein böser Zauberer auf Maya und hinter der dritten Tür befindet sich ein magisches Portal, das zu einem schwarzen Loch führt. Hilf Maya, den sichersten Fluchtweg zu wählen. Sie sollte die erste Tür nehmen. Schau mal aus dem Fenster, es ist Neumond. Werwölfe sind nur bei Vollmond gefährlich.
Maya entkommt und ruft ihre Schwester Wendy an, die in einem Nachbardorf lebt. Wendy sagt, komm vorbei, wir finden eine Lösung. Maya steigt in den Zug. Mit ihr im Wagen sind 4 Passagiere und einer von ihnen ist ein berühmter Dieb. Erkennst du wer? Diese elegante Dame ist die Diebin. Achte mal auf die Zeitung, die der Mann hat. Da wird über ihre Verbrechen berichtet. Endlich ist Maya in Wendys Haus. Ihr fällt hier sofort ein heikles Detail auf. Siehst du es auch? Es ist ziemlich riskant, das Bügeleisen so stehen zu lassen. Maya betritt das Wohnzimmer und entdeckt 2 seltsame Details. Siehst du sie auch? Schau dir den Kalender an. Es gibt keinen 31. Juni. Außerdem hat dieser Stuhl nur 3 Beine. Maya vermutet, dass Wendy verzaubert wurde. Um ihr logisches Denken zu testen, gibt sie ihr dieses Rätsel auf. Es gibt 8 Brüder, die gleich aussehen. Sie gelten als schwach, aber sie beschützen den König in jeder Schlacht. Wenn sie vorwärts gehen, kehren sie nie zurück. Wer sind sie? Wendy konnte das Rätsel nicht lösen. Was ist mit dir? Die 8 Brüder sind die Bauern im Schachspiel. Nach langer Suche findet Maya einen Zauberspruch gegen die schwarze Magie. Aber der liegt in diesem Tresor, der mit einem 7-stelligen Code gesichert ist. Hilf Maya, den Tresor zu öffnen. Im Regal über dem Tresor stehen genau 7 Bücher. Das ist ein Hinweis. Jedes Buch hat eine römische Zahl auf seinem Rücken. Der Code lautet also 2113542.